The End of Flags ist die zweite Ausstellung von Hubert Scheibel, die wir in unserer Galerie zeigen. Wir präsentieren eine Auswahl neuer Ölgemälde und Werke auf Papier von Hubert Scheibel. Alle Werke sind abstrakt. Es ist ein Stil, der sehr eigen ist, sehr individuell ist und der ganz stark auch von dem lebt, was die Person, den Mensch Hubert Scheibel ausmacht. Der Untergrund wird langsam gemalt, aufgebaut und sagen wir, der Pinselstrich geht in einem Zug. Ja. Ich mag diese, quasi diesen paradoxen Gegensatz. Bei den anderen Sachen dort ist es nicht unähnlich. Man baut das Bild auf und dann reagiert man aber eigentlich wie, ich mag, dass man ein Ölbild so direkt wie eine Zeichnung fast behandelt. Das geht dann eigentlich sehr, sehr schnell. Und steht eigentlich oft in keinem Verhältnis zu dem langsamen Aufbau des Bildes. Er kommt aus dem neuen Wilden, hat allerdings immer abstrakt gemalt, aber hat eben sehr stark expressiv und mit dick Farbe aufgetragen angefangen und hat dann in den 80er, 90er Jahren dann einen Weg gefunden zu einer sehr, ich will sagen, fast meditativen, ganz eigenen Bildsprache, zu einer ganz eigenen Vorstellung von Abstraktion, die sehr stark aus Widersprüchen lebt. Wir haben Werke, die so in Schichten aufgebaut sind und quasi Verborgenes freilegen. Wir haben Werke, die ganz stark mit verschiedenen Strukturen arbeiten und dann eben diese Ones, die aus diesem Gegensatz leben, von einem sehr weiten, fast himmelartigen, sich öffnenden Hintergrund, vor die dann eine große Form gesetzt ist.